Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Die Kerze ist dafür da, dass ich weiß, wenn sie runtergebrannt ist, dass ich mit der Predigt überzogen habe. Wir kommen später dazu. Ich hoffe, durch mein Reden wird sie nicht ausgeblasen. Ist mit Tannenbäumen. Tut mir leid für alle, die gegen Tannenbäume sind. Matthäus Kapitel 12, Vers 17 bis 21. Dort spricht das Wort Gottes wie folgt. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde, der spricht: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt, und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Kurz vor unserem Text, den wir gerade gelesen haben, erreicht die Ablehnung Jesu fast ihren Höhepunkt. Die Geistlichen der damaligen Welt, die Pharisäer, planen, Jesus umzubringen. Er passt ihnen nicht. Er tut gute Werke am Ruhetag. Da war ein Mann mit einer verdorrten Hand und Jesus heilte ihn am Sabbat. Und wir müssten denken, es müsste große Freude bei allen ausbrechen, die das sahen. Aber doch gab es da einige, die so hartherzig waren. Sie gönnten dem Lahmen nicht seine heile Hand. Und sie gönnten Christus die Ehre nicht, die er dadurch bekommen hatte. Es war nicht einer, nicht zwei. Ein ganzer Rat versammelte sich und war sich einig, diesen Heiler, diesen Mann umzubringen. Dass er des Todes würdig ist. Sie gönnten ihm keine Ehre und wollten ihn sein Leben nehmen und damit auch die ganze Ehre. Aber unser Herr verfährt hier etwas ganz, ganz Besonderes, sodass es selbst Matthäus auffällt. Er zieht sich zurück, ohne mit den Pharisäern zu streiten. Es steht, er verbarg sich und verbot darüber zu reden, wo er war. Und an dieser Stelle fällt dem Evangelisten Matthäus etwas auf. Es fällt ihm auf, dass das über den Messias schon vorhergesagt wurde. Und dann fängt er, Jesaja zu zitieren an, nicht wortwörtlich, aber so genau, dass man es immer noch ein Zitat nennen kann. Es fällt deutlich auf, dass während Jesus von den Pharisäern den größten Hass erfährt, dass sie ihn ermorden wollen, die Bibel uns hier das Wohlgefallen Gottes über diesen Sohn äußert. Dieser Baustein wird gerade verworfen, aber Gott mit dieser Stelle setzt ihn zum Eckstein ein. Und die, die ihn verwerfen, die werden nicht mal teilhaben an diesem Baum. Es gibt heute Leute, die sich über die Taten Christi beschweren. Er ist ihnen mal zu sanft. Er ist ihnen ein andermal viel zu hart. Er passt ihnen nicht, ganz gleich, was er tut. Ihr habt euch entschieden, ihn zu verachten. Aber ihr sollt heute wissen, dass dieser der Sohn Gottes ist, an dem der Vater wohlgefallen hat, ganz gleich, ob er euch gefällt oder nicht. Es ist in keinem anderen Namen das Heil, außer in diesem einen Namen, Jesus Christus. Und du kannst nicht anders gerettet werden, als durch diesen einen Namen. Wer Christus hasst, der hasst ihn zu seinem eigenen Verderben. Alle, die mich hassen, spricht die Weisheit, lieben den Tod. Es wäre richtig und gerecht, wenn wir heute alle zu demselben Entschluss kommen wie der Vater selbst, dass wir Wohlgefallen haben an diesem Sohn. Und ich hoffe, der Text dient uns dazu, unser Wohlgefallen zu mehren an ihm. Und dass wir
Gottes Meinung am Ende der Predigt teilen. Dies ist Gottes geliebter Sohn und auch wir haben Wohlgefallen an ihm. Aber ich möchte noch eine Warnung aussprechen, bevor ich zu dem Text komme. Kurz bevor unser Text beginnt, steht im Vers 15, Matthäus 12, Vers 15, Jesus aber zog sich zurück, als er es bemerkte, also als er den Hass der Leute bemerkte und ihre Absicht, ihn umzubringen. Und es folgte ihm eine große Menge nach und er heilte sie alle. Als Christus die feindliche Gesinnung dieser selbsternannten Geistlichen bemerkte, zog er sich von ihnen zurück. Sie wollten Christus töten, sie wollten seinen Einfluss nicht in ihrem Leben und ihrem Land haben. Und Christus drängte sich ihnen auch nicht auf. Er zog sich zurück. Glaube nicht, dass du Christus verachten kannst und er bleibt trotzdem bei dir. Dass du seine Gunst haben kannst, wenn du ein christusfeindliches Leben lebst. Ein Betrunken, den ich am Bahnhof getroffen habe, der so aussah, dass man ihn wirklich zu Recht einen Trunkenbold nennen könnte, er sagte mir, Gott liebt mich, ich gefalle ihm, er schützt mich mein Leben lang und ich glaube ihm das gerne, weil ein Säufer, er braucht 10 Schutzengel mehr als ein normaler Mensch, weil die wissen nicht, wie sie immer nach Hause kommen und doch landen sie immer wieder zu Hause. Er verwechselte aber hier etwas. Er verwechselte Gottes Güte zu ihm mit Gottes Wohlwollen. Er dachte, er gefällt so sehr Gott, dass Gott ihn die ganze Zeit beschützt. Aber hier sehen wir in dieser Stelle ganz klar, er zieht sich zurück, wo er nicht freundlich empfangen wird. Die Puritaner sagten, Christus ist ein schüchterner Ehemann, wo er nicht willkommen ist, da geht er. Wenn du Christus in deinem Leben töten willst, seinen Einfluss töten willst, er wird gehen. Er wird sich dir nicht aufzwingen. Er wird dir nicht nachlaufen. Ist auch bei dem reichen Jüngling nicht. Er wird dich nicht vergewaltigen. Er wird sich von dir zurückziehen. Du willst Christus nicht? Er sagt, du bekommst Christus nicht. Das ist deine Entscheidung und dein Wollen nimmt Christus an. Lass dich durch dieses Wort warnen. Du kannst nicht christusfeindlich sein und heute von dem profitieren, was ich heute hier predige. Du wirst leer von hier weggehen. Du wirst so, wie du gekommen bist, so wieder gehen. Und dein glimmendes Leben wird irgendwann mal ausgelöscht sein. Und der Knick wird zu einem Bruch sein. Und die Verdammnis wird auf dich warten. Aber meine Hoffnung ist, dass der Nazarener heute alle Hartherzigkeit bricht, die in dir ist. Dass er durch sein sanftes Wesen dich anrührt und dir ein ganz neues Bild von sich zeigt, was du vielleicht vorher nicht gesehen hast. An dieser Bibelstelle möchte ich nur eine einzige Aussage des Herrn herausnehmen, über den Herrn herausnehmen und hoffe, dass ich mit meinen Worten das nicht verdunkle, sondern euch zeige, dass dieser Vers ein Edelstein in der Bibel ist, wie einige Bibelübersetzer ihn nannten. Matthäus Kapitel 20, Vers 12. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Unser Herr und Heiland wird hier in den ersten Worten des Verses an dem Innersten seines Herzens beschrieben. Sein hoffnungsgebender Charakter soll dem Sünder aufleuchten in seiner Dunkelheit. Und der schon sein Nachfolger geworden ist, er soll nochmal sich erfreuen an diesem Wesen. Der Vers ist eine Vorstellung Jesu Christi. Gott will uns mit sich selbst bekannt machen in Christus und seine Züge offenbaren. Wenn ich von einem Menschen weiß, dass er mitleidig ist, dann werde ich gerne zu ihm gehen und bei ihm in meiner Not fragen. Und so will Gott dieses Wesen Christi uns offenbaren, damit wir gerne zu ihm gehen, damit wir freimütig zu ihm gehen und unsere Not vor ihm ausbreiten. Aber bevor wir dazu selbst kommen, Christus anzusehen, lass uns ansehen, wer die Menschen sind, die hier in diesem Vers gemeint sind. Das Wesen der Seelen, die in diese Aussage gilt. Zuerst müssen wir aufklären, dass Christus hier nicht über Schilfrohre redet, die gewöhnlich am Ufer des Nils oder des Jordans wachsen und durch den Wind herabgeknickt werden, redet. Er redet hier nicht darüber. Er redet auch nicht über den Docht einer Kerze, die von dem Wind gerade ihren Todesstoß bekommen hat und ein kleines Glimmen bleibt noch für eine kurze Weile. Diese beiden Bilder sollen auf etwas anderes hinweisen.
Sie sollen etwas zeigen, etwas veranschaulichen, dass der Mensch dort die Gnade erfährt, die Gott mit dem Menschen hat. Schau genau an, wie du hier genannt wirst, Mensch. Ein glimmender und geknickter. Du brauchst Gott dein gebrochenes Leben nicht verheimlichen. Er hat sich gerade deiner angenommen in deiner Gebrochenheit. Er stellt sich hier selbst genauso vor. Fasse Mut. Dein Glimmen kann zu einem Feuer werden. Dein Knick kann eine Gerade werden. Das Rohr kann eine Säule im Tempel werden. Und er wird es auch tun, wenn du Christus vertraust. Schau einen glimmenden Docht an. Ein Glimmen entsteht da, wo vorher Feuer war. Ich stehe sicher vor solchen, die sich über den Abtau ihrer ersten Liebe beklagen. Keiner hier, keiner, kann sich in Zufriedenheit wiegen über die Liebe, die er zu Christus hat. Es brannte mal helles Feuer auf deinem Altar, aber nun ist nur noch ein kleines Glimmen vorhanden. Die Sorge der Weltzeit und der Betrug des Reichtums hat eine Decke über dich geworfen. Und was bleibt, ist nur noch Rauch, von dem die Menschen um dich herum sich wegdrehen. Du standest mal da, warst wie eine Zeder im Haus Gottes, aber jetzt bist du geknickt und bist untauglich, anderen zu dienen und kannst dich selbst kaum halten, geschweige denn, dass du andere hältst. Ich muss euch zugeben, dass ich selbst ein solcher bin, mich für einen solchen halte. Ich freue mich immer wieder in den Gedanken daran, an meine erste Liebe zu denken, wo stundenlanges Gebet für mich kein Problem darstellt. 4 Uhr nachts aufstehen und mit dem Herrn Gemeinschaft haben, kein Problem. Aber man hat sich ablenken lassen. Man hat sich von dem, was notwendig ist, abgelenkt und sich Dingen zugewandt, die nicht notwendig sind. Aber Gott in Christus kann wieder entzünden, was einmal war. Er hat es aus nichts gemacht. Und aus einem Glimmen kann er wieder das machen, was er schon anfangs aus nichts gemacht hat. Hört, wie es über ihn heißt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Ich habe euch gesagt, wem diese Worte gelten. Und nun lasst uns ein wenig näher die Lage derer ansehen, über die hier geschrieben wird. Ein Glimmender steht kurz davor, alles zu verlieren. Wenn ihr an einen Docht denkt, der gerade ausgeblasen wurde, dann sieht man eine kleine Glut für eine ganz kurze Weile und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieses Glimmen ganz aufhört und nicht wieder in ein Feuer zurückgeht. Der Docht steht kurz bevor, alles zu verlieren, was ihn nützlich macht und ganz unnütz zu werden. Die Seelen, über denen hier die Rede ist, die stehen kurz davor zu fallen. Die stehen kurz davor, alles zu verlieren, was sie haben. An Glauben, an Liebe, an Geist. Über die spricht hier die Stelle. Als zweites, ein Glimmender verbreitet mehr zum Nachteil als zum Vorteil. Wenn eine Kerze ausgeblasen wird, und ich probiere es mal, dann seht ihr, was passiert. Die Kerze erzeugt einen Rauch. Es glüht kurz und dann kommt ein Rauch. Es entsteht nicht Wärme und Licht, wie es sonst bei einer Kerze ist, sondern es entsteht Rauch und es wirkt störend und unangenehm. Die Seelen, über die hier die Rede ist, die sind sehr störend für ihre Umgebung. Die verbreiten einen unangenehmen Geruch, sodass man sich nicht gerne mit ihnen abgeht. Aber Christus sagt hier, dass er sich genau solcher Menschen annehmen will, die anderen unangenehm sind, die anderen viel zu anstrengend sind. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Als drittes, ein Glimmender, er verfehlt seinen Zweck. Ich muss hier nicht lange stehen bleiben, um euch zu zeigen, dass eine Kerze dazu da ist, um zu leuchten und dass sie ihren Hauptzweck verfehlt, wenn sie einfach nur glimmt und Rauch von sich gibt. Es ist besser und leichter, sie wegzuwerfen, den Leuten unter die Füße zu werfen, dass sie sie zertreten, als sie in seinem Haus qualmen zu lassen und einen diesen unangenehmen Geruch von sich zu geben. Seht, wie eigentlich untauglich du wirst, wenn das Feuer Gottes nicht in dir brennt. Wenn du dir Unruhe machst
mit Nebensächlichkeiten, wenn du dich ablenkst von dem, was wirklich wichtig ist. Wir würden uns selbst nicht ertragen können, wenn wir einen ehrlichen Blick auf unsere Untauglichkeit werfen würden. Aber der Schleier der Selbstliebe, er verweht allen Rauch und wir haben ein so gutes Bild von uns. Der Knick wird geglättet und wir sehen nicht und können nicht geheilt werden, weil wir verkennen, in welcher Lage wir sind. Gott gebe uns, dass wir heute klar auf uns selbst und auf Christus sehen können. Als Viertes, ein Glimmender, er bedarf einer sanften Behandlung. Wenn eine Kerze in der damaligen Welt bis auf den Docht abgebrannt ist oder nur noch ein Glimmen geblieben ist, dann braucht es eine sehr sanfte Behandlung, um dieses Glimmen wieder zu einem Feuer zu entzünden. Man macht eine falsche Bewegung und das Glimmen ist auch vorbei. Das Feuer ist vorbei und dann ist auch das Glimmen vorbei. Das war damals eine große Aufgabe, Feuer zu machen. Streichhölzer, wie ich sie hier habe, wurden erst 1805 erfunden. Und so mussten sie wirklich große Anstrengungen unternehmen, um so ein Feuer zu entzünden auf einer Kerze. Und wenn es mal aus war, hat man sich sehr große Mühe gemacht. Man hat Hände um diese Docht gemacht, um es wieder zum Leben zu entfachen, um bloß nicht ein ganzes Feuer mit Steinen oder mit Holz wieder entzünden zu müssen. Wäre es so anstrengend heute, würden wir auch sehr behutsam sein mit unseren Feuern. Aber wir können sehr leicht Feuer machen. Daher ist es, wenn wir auspusten wie hier, ist es kein Problem für uns. Seht, dass solche Geknickte und Glimmende eine sehr sanfte Behandlung brauchen. Sie brauchen keine groben Pharisäer, die sie wie ein Fleischer seine Wurst anpackt. Sie brauchen wirklich eine sanfte Behandlung, damit das, was dort noch glimmt, dass es wieder entzündet wird. Es ist wie bei einer Bombenentschärfung. Man muss sehr große Vorsicht anwenden. Ich habe noch nie gesehen, dass ein solcher Entschärfer erstmal, bevor er die Bombe entschärft hat, auf der Bombe getanzt hat und dann die Bombe entschärft hat. Und so ist auch Christus. Er trampelt nicht auf denen, die schon am Boden liegen. Er behandelt sie sehr sanft. Bevor wir zu dem Punkt kommen, wie Christus an solchen Menschen wirkt, lass uns ansehen, was dazu führen kann, dass wir glimmend werden, dass wir geknickt werden, dass wir schwach werden. Als allererstes, wenn wir den Glauben nicht nähren und pflegen. Es ist so eine offensichtliche Sache, dass sie eigentlich nicht genannt werden müsste. Christus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Das Wort entzündet das Herz und das Gebet hält es am Leben. Das Herz der Emmaus-Jünger war sehr geknickt, sie waren sehr enttäuscht. Aber das Wort Christi brachte ihre Herzen wieder zum Brennen. Wenn du keinen Umgang mit der Bibel hast, wenn du keinen Umgang mit Gott auf den Knien hast, dann wirst du schon sehr schnell geknickt, wirst du sehr schnell nur noch ein Glimmen in deinem Leben feststellen. Es wird ein Bruch in deinem Eifer sein und du wirst dich wundern, warum das so gekommen ist und warum das so schnell gekommen ist. Als Zweites, weltlicher Einfluss. Wir sind alle in der Welt, aber wir müssen nicht von der Welt sein. Fische, die im Salzwasser schwimmen, behalten immer noch ihr süßes Fleisch und so müssen auch wir Christen sein. Wir sind in der Welt, aber wir müssen nicht von der Welt sein. Nachrichten löschen dein Feuer aus, wenn du es unmäßig genießt. Soziale Medien eignen sich nicht dazu, dein Glaubensleben hauptsächlich zu fördern. Musik, die von allem singt, was Christus hasst, eignet sich nicht dazu, deine Flamme zu erhalten. Serien und Filme, die Sünde verherrlichen, Sünde groß machen, die werden dich nicht im Glauben weiterbringen. Und wer will nach einem solchen sündendurchtränkten Film die Bibel lesen oder überhaupt heilig leben, wenn Sünde so schön dargestellt wird? Geld ist der nächste Einfluss, der unsere Flamme zum Ersticken bringt und der das Rohr knickt. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Dein Herz ist angebunden an dein Geldbeutel. Wo du dein Geld reinsteckst, dahin folgt dein Herz.
Der Betrug des Reichtums raubt das Leben im Geist. Legen wir all unser Geld hier auf unsere Wohlfahrt an, dann werden wir schon schnell bemerken, wie der Glaube bei uns aufhört. Wohin wollen wir? Wollen wir hier bleiben? Wollen wir hier ewig leben? Oder haben wir einen Himmel? Gibt es einen Lohn? Gibt es einen Schatz im Himmel? Oder gibt es nur das, was die Motten zerfressen können und der Rost frisst? Geld ist eine sehr gute Sache, aber eine sehr schlechte, um sein Vertrauen darauf zu setzen. Und als Viertes, was unser geistliches Leben zum Ersticken bringt, Sünde allgemein. Wir dulden oft Sünde in unserem Leben und beklagen dann gleichzeitig unseren geistlichen Niedergang. Wie dumm sind wir eigentlich manchmal, dass wir Pflanze herausreißen und sie dann verfluchen, dass sie keine Frucht bringt. Genau das passiert, wenn wir Sünde in unserem Leben dulden. Wir reißen die Wurzel des geistlichen Lebens heraus und wundern uns dann, warum es uns so schlecht geht in unserem geistlichen Leben. Sie kann die größten Männer knicken. Glaube nicht, dass du stark genug bist, um eine Sünde in deinem Leben zu dulden und dann immer noch geistlich zu bleiben. Sie hat den gottesfürchtigsten Mann geknickt und hört, wie er im Psalm 38, Vers 5 bis 7 sagt, David in seiner Sünde schreibt Folgendes: Denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt. Ich gehe trauernd einher den ganzen Tag. Sünde legt die schwere Hand Gottes auf dich und du wirst geknickt. Aber die Buße bringt das sanfte Joch Christi, das leichte Joch zurück und du kannst wieder aufrecht gehen. Es gibt mehr Sachen wie der Sündenfall oder Trauer, die uns knickt und uns beugt. Aber ich will nicht so lange hier stehen bleiben. Lass uns übergehen zu dem Wesen Christi, wie Christus mit solchen geknickten und glimmenden umgeht. Das Wesen Jesu Christi. Für das Werk an einen schwachen und zitternden Gläubigen braucht es einen sanften und demütigen Herrn. Eine falsche Bewegung und das Glimmen ist verloschen. Eine falsche Bewegung und der Knick wird zu einem Bruch. Aber wenn es auch viele Auslöscher und Zerbrecher in der Gemeinde gibt und wir selbst manchmal zu solchen werden, so ist das Wesen der Hirten der Seelen ein ganz anderes. Er will das Werk an den Gläubigen, das er einmal angefangen hat, nicht auslöschen. Er wird vollbringen und will vollbringen, was er in dir angefangen hat. Wenn du von Neuem geboren bist, dann ist eine neue Kreatur in dir. Da ist neues Leben in dir. Da ist ewiges Wasser, das bis ins ewige Leben quillt. Manchmal kommen aus deiner Quelle nur Tröpflein heraus. Aber auch das kann Gott verändern durch seine Gnade. Er hat aus dem Felsen Wasser gegeben und er kann auch aus dir große Wasser fließen lassen. Wasser, die anderen zum Segen werden und auch dir selbst. Seht weiter das gnädige Wesen Christi. Einige wollen dein Glimmen nicht sehen, aber Christus sieht das Glimmen der Hoffnung in dir. Schau, wie gnädig Christus und wohlwollend er ist. Wenn ich die Kerze hier ausgeblasen habe, dann achten wir dieses Glimmen, was kurz erscheint, für nichts. Aber Christus sieht jede kleinste Regung des geistlichen Lebens in dir und achtet es für etwas, was erhalten werden muss. Er geht Jahr für Jahr ein und aus bei dir und sucht nach Frucht. Und obwohl du eine ganze Enttäuschung bist für deinen Herrn, wehrt er sogar solchen, die dich abhauen wollen, die dich gerne abhauen, schon lange abgehauen hätten. Hört das Wort, Lukas 13, 17 bis 9. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortet und spricht zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr,
bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so hau ihn danach ab. Wie viele Jahre legt dein Heiland Dünger um dich? In welchem Jahr bist du? Bist du im dritten Jahr, wo Christus immer und immer wieder zu dir kommt, um dein Herz Dünger legt, in dich investiert, an dir arbeitet, dir Gnade gibt, Gesundheit gibt? In welchem Jahr bist du? Kein weiser Kaufmann würde in dich investieren, wenn du so lange nichts bringst. Aber Christus ist nicht nur weise. Christus sieht nicht nur auf seinen Gewinn, er sieht auf deinen Verlust, der für eine Ewigkeit sein wird. Du wirst auf ewig verdammt sein, wenn Christus dich verwirft. Er ist nicht nur weise. Seine Weisheit ist eine barmherzige Weisheit. Sollte dich nicht die Geduld Gottes, die Güte Gottes zur Umkehr leiten? Sollte dich heute das Wesen Christi nicht beugen? Warum tut er dir so viel Gutes? Er hat eine Absicht, warum er mit dir wartet. Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Erkenne Gottes Absicht in seiner Güte. Erkenne Gottes Absicht in seinem Warten, in seinem Reden. Hau ihn nicht ab. Lass ihm noch dieses Jahr. Er gibt nicht so viel, weil du so gut bist. Er gibt, damit du anders wirst, damit du umkehrst, dass seine Güte dich zur Buße leitet. Wo sollen deine stolzen Wellen sich legen? An deinem Grab? An dem Grab deines Vaters? Nach einem Unfall? Nach Krankheit? Wann willst du endlich aufgeben, um gegen Gott zu kämpfen? Warum nicht hier und heute vor dem demütigen Wesen Christi? Schau, wie tief er zu dir kommt. Schau, wie rücksichtsvoll er ist. Schau, wie er deiner vernarbten und gebrochenen Seele gedacht hat und ein Wesen angenommen hat, was wirklich dir entspricht. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In dem Kapitel davor heißt es wie folgt, Matthäus Kapitel 11, 28, da sagt Christus, er ruft zu, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ich würde die ganzen mühseligen und beladen ausladen, weil sie mir zu anstrengend sind, weil sie mit ihren Lasten zu mir kommen und ich ihre Lasten dann tragen muss. Aber genau solche ruft Christus zu sich. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Deine vor Unruhe schreiende Seele kann nur durch ein Wort gestillt werden. Das ist das Wort dessen, dem Wind und Wellen gehorchen. Es muss aus dem Mund dessen kommen, der Gott ist und der Mensch ist. Deine Seele braucht das Wort Christi. Mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Und das wird das Ende all deiner Unruhe sein und all des Sturms in deinem Herzen. Weiter will ich über das Wesen Christi sagen. Christus sieht bis ins Herz hinein. Er sieht den Knick da, wo ihn niemand sieht. Er sieht das Glimmen. Du kannst nach außen immer noch alles so tun wie vorher. Du kannst immer noch hier erscheinen. Du kannst immer noch predigen sogar. Du kannst laut beten. Und doch bist du geknickt. Und doch ist in dir nur noch ein Glimmen. Die Menschen sehen eine Flamme, aber Gott sieht ins Herz und er sieht, dass da nur noch ein Glimmen ist. Wir sind manchmal wirklich grob mit unseren Mitmenschen wie der Levit und der Priester, dass wir vorbeigehen an dem, der am Boden liegt, weil wir nicht sehen, die Not nicht sehen, aber Christus hat ein anderes Wesen. Er sieht bis ins Herz hinein. Er sieht den Riss, er sieht den Knick, er sieht das Glimmen. Eli schaute auf Hannah, die dort betete, vor Betrübnis. Und was sagt er? Die ist besoffen. Die Freunde Hiobs kamen zu ihm, um ihn zu trösten. Aber sie waren ihm kein Trost.
Sie haben seinen gebrochenen Zustand verkannt. Sie waren grob zu dem von Leid zermürbten Mann. Und welches grobes Wesen zeigen oft wir gegenüber unseren Mitmenschen. Aber seht, wie Christus hier handelt. Euer Herr ist ganz anders, als ihr es selbst seid. Und das ist unser ganzes Glück, dass Gott nicht umgeht nach unseren Werken, dass Gott uns nicht vergilt nach unseren Sünden. Was ist der Mensch, dass Gott auf ihn achtet? Seht die Sanftmut unseres Herrn als unsere Rettung an, dass er mit uns nicht so umgeht wie wir selbst. Und lobt ihn, ihr Gläubigen, für sein Werk an uns, dass er uns nicht auslöscht, dass er uns nicht zerbricht. Zusammengenommen, alles zusammengenommen, es ist eine hoffnungslose Situation für alle Gläubigen und für alle Ungläubigen, wenn Christus nicht das ist, was er ist und wie er hier beschrieben wird. Würde er, der du fern bist von ihm, mit dir nach Recht umgehen, würdest du schon längst im Grab liegen. Und du, der du gläubig bist und auch mal versagst, auch mal fällst, wenn er mit dir nach Recht umgehen würde, so würde er dich schon längst ausstoßen, zerbrechen, auslöschen. Aber gelobt sei dieses Wesen des großen Hirten, der weiß, wie er mit den Seinen umzugehen hat. Der weiß, dass seine Braut das schwächere Gefäß ist. Und er weiß, das Schwache zu erhalten. Er ist ein Erbauer und kein Zerstörer. Jakobus und Johannes haben bei einer Gelegenheit, wo sie in eine Stadt nicht aufgenommen wurden, sie haben gesagt, lass Feuer vom Himmel regnen. Lass sie alle zerstören. Aber Christus, wie wir anfangs gelesen haben, der Geist des Herrn war auf ihm. Er wusste, welches Geistes er war. Und er kam zu einem ganz anderen Entschluss als diese beiden Donnersöhne. Aber wenn Christus nicht zerbrechen wird, wenn Christus nicht auslöschen wird, was wird er dann tun? Seht, wenn Christus uns in diesem Zustand des Glimmens und geknicktseins lässt, dann bringt uns das alles nichts, weil irgendwann wird das Glimmen erlöschen. Irgendwann wird der Knick zu einem Bruch kommen. Wenn er nur nicht auslöscht und nur nicht bricht, dann hast du nichts davon. Deine Lampe wird verlöschen wie die bei den törichten Jungfrauen. Aber es ist nicht nur so, dass er nicht auslöscht. Es ist nicht nur so, dass er nicht bricht. Er macht aus diesem Wenigen und Unbrauchbaren etwas zu seiner Ehre. Er wird sein eigenes Feuer in den Docht legen. Er wird den Gebrochenen oder den Geknickten an sich selbst, den Felsen, binden. Und wer kann den brechen, der mit Christus fest verschraubt ist? Wie ein Baum, das an den Stützen ist, erst dann knicken kann, wenn die Stützen auch gefallen sind, so ist auch der mit Christus fest verbunden ist, nur dann zu fällen, wenn auch Christus fällt. Er steht und fällt mit seinem Herrn und dieser Herr fällt nicht. Petrus ist ein leuchtendes Beispiel für genau diese Tatsache. Wenn du zu Petrus gehen würdest, nach dem Ganzen, was er erlebt hat, und ihm sagen würdest, Petrus, ist es wahr? Ich bin auch ein Versager wie du. Ist es wahr, dass er mich nicht zerbrechen wird? Ist es wahr, dass er mich nicht auslöschen wird? Was wird Petrus dir sagen? Vielleicht wird er dir so antworten. Ich war jahrelang Fischer mit meinem Bruder bei meinem Vater. Und irgendwann mal tauchte dieser Jesus auf. Ich war gerade sehr enttäuscht, habe nichts gefangen die ganze Nacht. Saß da, habe meine Netze geflickt und dann sagt er, werf das Netz nochmal aus. Ich gehorchte ihm. Ich warf das Netz nochmal aus und habe viele Fische gefangen. Mitten am Tag, ganz unlogisch. Aber er ließ mich meinen Fisch nicht essen. Er sagt, folge mir nach. Und ich tat es. 3 Jahre lang folgte ich ihm. Einmal waren wir auf dem See, da war ein großer Sturm. Und Jesus kam auf dem Wasser. Und ich wollte auch auf dem Wasser gehen. Ich wollte auch meinen Glauben zeigen. Ich sagte, befiehl mir, auf Wasser zu gehen. Und ich ging. Aber nach einigen Schritten schaute ich um mich herum und fing an zu sinken. Aber ich sah auch meinen Herrn und schrie zu ihm.
Er war nicht schadenfroh, dass er es mir gezeigt hat, dass ich nicht fähig dazu bin. Er ergriff meine Hand. Er sah mich mitleidig an. Er zog mich heraus. Er ließ mich nicht von den Wellen ertränken. Er rettete mich. Er hat mich nie zerbrochen. Er hat nie mein Glimmen missachtet. Aber wenn du noch ein besseres Bild haben willst, du weißt bestimmt, dass er gekreuzigt wurde. Er sagte es immer wieder, aber wir haben es ihm nicht geglaubt. Und bei einer Gelegenheit schwor ich ihm meine Treue bis in den Tod. Ich habe gesagt, wenn alle sich absagen, dann werde ich das ganz sicher nicht tun. Und er warnte mich vor genau dem, dass ich genau das tun würde, ich glaubte ihm nicht. Aber obwohl ich so stolz war und hochmütig, sagte mir ein Wort. Der Satan hat begehrt, dich auszulöschen, Petrus. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhörte. Selbst in meinem Übermut hatte er immer noch Mitleid mit mir gehabt. Es kam der Tag, an den ich immer noch sehr schwer denken will. Ich war im Hof des Hohepriesters und wurde dreimal gefragt: Kennst du diesen Jesus? Du gehörst doch zu ihm. Und ich antwortete dreimal mit Nein. Ich kenne diesen Menschen nicht. Und ich bekräftigte es mit Schwüren. Aber dann geschahen zwei Dinge. Der Jesus, den ich gerade verraten habe, er dreht sich zu mir um und schaut mich an. Es war kein Blick der Verachtung. Es war ein Blick voller Bedauern und Mitleids mit mir. Und dann krähte der Hahn, wie er gesagt hat. Sein Blick war wie die Frage: Adam, wo bist du? Petrus, wo bist du? Wo hast du dich hingesündigt? Und es schnitt mir in mein Herz hinein. Mein Glaube war fast aufgehört. Aber er hat doch dafür gebetet, dass er nicht aufhört. Und dann brannte es in mir. Ich ging hinaus, weg von dem liebevollen Blick, den ich nicht weiter ertragen kann. Ich fing an zu weinen. Ich, der ich so stark war. Ich, der ich so männlich war, stand nun draußen und weinte bitterlich über meine Sünden. Die heißen Tränen liefen mir über die Wangen. Wird er mich auslöschen? Wird er mich nun brechen? Ich wüsste, was das heißen würde. Keine Hoffnung. Was habe ich getan? Wird er mich aus dem Kreis seiner Nachfolger jetzt ausschließen? Aber er hat doch für mich gebetet, dass mein Glaube nicht aufhört. Er ging an das Kreuz und wurde gekreuzigt. Jetzt muss er nach innen. Er wurde dort gekreuzigt und nun weiß ich warum. Er hang an diesem Kreuz für einen Verräter wie mich. Er hang dort wegen meinem Verrat. Wenn ich eins über ihn sagen müsste, dann würde ich sagen: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Als ich später mit ihm sprach, da sagte er nicht zu mir: Du liebst mich nicht. Obwohl er sagen müsste, er sagte: Liebst du mich? Ich verriet ihn dreimal, er fragte mich dreimal: Liebst du mich? Bis es das dritte Mal aus mir richtig herauskam: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt,
dass ich stolz sein kann. Du weißt, dass ich hochmütig sein kann, dass ich dich verraten kann, dass ich alles tun kann gegen deinen Namen. Aber du weißt auch, dass ich dich lieb habe, dass ich dich ehrlich lieb habe. Nimm mein glimmenden Docht an. Nimm mein Geknicktsein an. Und er nahm mich an. Und setzte mich sogar in die Gemeinde als Hirte ein. Und er machte mich zu einer Säule im Tempel Gottes. Hört dieses Zeugnis von Petrus an. Es würde Gott viel leichter fallen, dich und einen solchen wie Petrus zu verwerfen und zu verdammen. Aber er wurde Mensch. Er hat sich herabgebeugt. Er hat sich erniedrigt und kam ganz tief zu dir. Du hast ihm viele Mühen gemacht mit deinen Sünden. Aber in dir, in dem das Leben noch glimmt, in dir, in dem der Knick zum Riss, zum Bruch wird, in dir will Gott etwas beginnen, was vorher nicht da war oder da war, aber erloschen ist. Er will dich nicht zerbrechen. Er hat keinen Gefallen am Tod der Gottlosen, sondern dass ein jeder sich von seiner Bosheit bekehrt. Wann wirst du endlich dich diesem Willen Gottes beugen? Wann wirst du endlich sagen, hier ist vorbei? Wie oft wolltest du schon zu diesem Herrn kommen? Und wie passend ist diese Gelegenheit? Und als drittes will ich darüber reden, dass Christus seinen Dienst treu weiterführt. Wie lange macht er das? Das ist ja das Problem. Wenn einer zum Glauben kommen will, wenn einer sich zu Christus wenden will, dann hat er eine Frage, ich halte nicht durch. Ich kann dieses Leben nicht leben in der Nachfolge. Ich habe keine Kraft dazu. Ich weiß ganz genau, ich habe keine Kraft, das rauchen zu lassen. Ich weiß ganz genau, ich kann nicht das trinken lassen. Ich habe keine Kraft zu vergeben. Wie lange wird Christus den Dienst an dir tun, wenn du ihm gehörst? Ich will, dass du in diesem Text genau siehst, wie lange er das macht. Es steht am Ende, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. So lange. Er geht nicht nur eine Meile mit den Glimmenden und Geknickten. Er geht mit ihnen bis ans Ende. Bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Sein heilender Dienst an dir, sein Entzünden in dir, macht er so lange, bis das Recht den Sieg behält. So lange, bis dein Glimmen zu einer Flamme wird. So lange, bis dein Knick wieder eine Gerade wird. Die Bibel ist voll von solchen Beweisen. Petrus habt ihr gesehen. In Johannes 13,1 heißt es, wie er die Seinen geliebt hat, so liebt er sie bis ans Ende. Seine Liebe blieb zu seinen Jüngern gleich. Wie er sie anfing zu lieben, so liebt er sie bis ans Ende. Und diese Worte stehen genau vor den ganzen Ereignissen, wo alle Jünger ihn verlassen, wo alle sich von ihm abwenden, wo der Hirte geschlagen wird und die Schafe sich zerstreuen. Wenn auch die Liebe des Menschen mal kalt werden kann, so gibt es eine solche Möglichkeit in dem Herzen Christi nicht. Wie er die Seinen liebte, so liebt er sie bis ans Ende. In Hebräer 13, Vers 5 steht das ermutigendste Wort an uns Zweifler. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Es kann sein, dass du doch von deinem Mann verlassen wirst. Es kann sein, dass du von deiner Frau verlassen wirst. Es kann sein, dass dein Sohn dich verlässt und wie der verlorene Sohn in ein anderes Land gibt. Aber hier sagt Christus, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Hört dieses Wort, das voller Hoffnung ist für uns. Niemals, niemals, niemals. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Amen. Lasst uns beten.